Eine gute Weisung von Allah subhanahu wa ta'ala für ihn. Das ist super. Wenn du das sollte sagen, sagen wir, woher? Nein, wir sagen das nicht. Die Bücher sind da. In der Abbasidenzeit waren die Mu'tazila sehr stark geworden, weil Al-Ma'mun Al-I'tizal genommen hat. Damals Bishr Al-Marisi und Ibn Abi Duad, sie haben sozusagen ihn eingeredet. Und Bishr Al-Marisi überhaupt hat ihn eingeredet und mit ihm diskutiert und Al-Ma'mun hat das angenommen. Deshalb hat er das zwangmäßig gemacht und das war einer der ersten da. Und, ja, nicht der erste, aber das war auch von den führenden Fitnen damals, die Leute zu prüfen. Was bedeutet die Leute zu prüfen? Die kommen zu dir und sagen, was sagst du zum Koran? Was sagst du zu Ali ibn Abi Talib? Wenn du sagst, er ist gut und die sind gegen ihn, dann bist du sofort kein Muslim mehr, die töten dich. Wenn du sagst, der ist gut und die sind für ihn, dann bist du gut. Und diese Mu'tazila haben das so auch gemacht mit den Leuten. Die haben die Leute geprüft dann. Und deshalb Imam Ahmed ging ins Gefängnis, weil ein Mu'tazila etwas, wal'iyadu billah, übernommen haben damals und das war diese Geschichte mit Khalq al-Quran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist der Koran, der wäre ein Geschöpf. Al-Buwayhiyya, kennt ihr Al-Buwayhiyya? Al-Buwayhiyya. Al-Buwayhiyya, barakallahu fikum, das war in Persien. Von Persien haben wir so viel bekommen. Bis heute. Was haben wir zurückgegeben? Nee. Es gab ein Dawla al-Buwayhiyya, hieß das. Barakallahu fikum. Das war 334. Das war 334 nach der Auswanderung von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Übrigens, Al-Mu'tazila, vielleicht haben wir keine Daten gegeben. Ich gebe die Daten. Al-Mu'tazila, die waren so zwischen ab Jahre 80. Ab Jahre 80. Waren die. Nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Auswanderung war 622 plus 80 Jahre, das bedeutet 703 nach der westlichen Zeitrechnung. 702, so ungefähr 703, sind Al-Mu'tazila zustande gekommen. Auf jeden Fall dann 334 nach der Auswanderung von unserem Propheten nach dem Iran. Gab es in Iran damals, barakallahu fikum, gab es einen Staat, der hieß Ad-Dawla al-Buwayhiyya. Das heißt Buwayhi-Staat. Buwayh. Und diese Leute, die waren natürlich Schia. Und einer von ihnen später, der hat einen Kopf von Al-Mu'tazila zu dem Richter des Landes gemacht. Der war Al-Qadi Abdul Jabbar. Und dieser natürlich hat richtig Al-Mu'tazila Richtung verbreitet. Und die Schia und Al-Mu'tazila sind fast identisch in ihrem Glauben. Fast identisch in dem Glauben. Da kam dann später Al-Sharif al-Radi oder Al-Murtada und der hat auch sehr viel über dieses Thema gesprochen. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-Aliyyil Azim. Es gibt natürlich viele Leute, die für Al-Mu'tazila sozusagen. Die waren ihre Führer. Abu al-Hudayl, Hamdan ibn al-Hudayl, Ibrahim ibn Yasar, ibn Hane, Bishr ibn al-Mu'tamir, Thumam ibn Ashras,
القاضي عبد الجبار رئيس الجزاء الثابت، ديك خندة واصل بن عطاء، عبيد بن عمير. Diese Leute, die waren sozusagen bekannt in diesem Thema. Aber dann hat jeder von ihnen, schaut mal, es gibt eine Regel. Die Sekte, aus einer Sekte werden Hunderte. Weil jeder von ihnen dann eine Richtung nimmt. Was ist die Grundlage für diese Leute? Nicht Koran und Sunna. Deshalb werden sie keine Gemeinschaft haben, keine Gemeinsamkeiten haben. Weil für sie ihr Verstand beurteilt. Deshalb nimmt jeder seinen Verstand als Maßgebend und dann macht er auch sozusagen, der sagt, okay, 1, 2, 3 akzeptiere ich, aber 4 akzeptiere ich nicht. 5 akzeptiere ich nicht, dann holt er Neues. Eine Gruppe folgt ihm, dann gibt es eine neue Sekte. Aus der neuen Sekte, dann kommt einer ab, macht eine neue Sekte und so weiter. Die wichtigen Sachen bei Al-Mu'tazila, die haben Al-Mu'tazila 5 Grundlagen gehabt. 5 Grundlagen. Al-Tawhid. Aber langsam bei Al-Tawhid erkläre ich euch jetzt, was sie meinen mit Al-Tawhid. Sagen Al-Tawhid. Wir haben auch heute Leute, die sagen Al-Tawhid, Al-Tawhid, Al-Tawhid. Aber sie meinen was anderes als Tauhid. Ja? Deshalb das Wort an sich selbst. Da darf immer Erklärung, was meinst du da? Al-Tauhid, zweitens Al-Adl. Drittens Al-Wa'du wal-Wa'id. Viertens Al-Manzilatu bayn al-Manzilatayn. Fünftens الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Das klingt schön. أمر معروف نهي عن المنكر التوحيد العدل الوعد والوعيد. Jetzt komm. Kannst du noch mal wiederholen? Komm ich jetzt zu jedem. Ich wollte nur auf Arabi wegen der anderen. Erstens التوحيد. التوحيد. Ich sage, was التوحيد bei أهل السنة والجماعة bedeutet. Dann wir die richtige Aqida erstmal haben. Und dann, barakallahu fikum, erkläre ich, was diese Leute meinen. Damit ihr den Unterschied seht.